So, Freunde, und jetzt zum letzten Premium Scout, der in letzter Zeit rauskam. Der ELC 790 Vanguard. Ja, das ist schon echt keine Schönheit, dieser Panzer. Also, wenn wir uns den so anschauen, ich weiß auch nicht. Der Turm schon seitlich, die Kanone noch seitlicher wieder, um das dann mittig wieder auszubalancieren oder so. Ich muss sogar ranzoomen, damit man das vielleicht ein bisschen besser hier sieht, mal, weil die Größe ist halt wirklich traurig. Oder lustig, je nachdem, wie man sehen will, wenn wir im Vergleich dazu einen HMH 58 nehmen. Der ist schon klein als Scout, wie gesagt. Aber wenn wir jetzt den dazu nehmen, ne? Ihr seht den Vergleich. Ist schon nochmal eine Hausnummer, ne? Also T100 Light und so macht dem schon Konkurrenz, so von der Größe her. Scout-technisch brauchen wir nicht drüber reden. 15 mm komplett. Also, ja. Nicht erwähnenswert, nicht vorhanden. Ist wahrscheinlich gerade so gebaut, dass es alles zusammenhält und dass der Rückstoß von der Kanone nicht den ganzen Panzer zerrupft. Was ganz lustig ist, finde ich, wie die Besatzung drin ist. Der Fahrer wahrscheinlich, der liegt da vorne drin und der Kommandant, der ist dort im Turm mittendrin. Also, viel Platz werden die nicht haben. Da sind wahrscheinlich auch nur 1,20 Meter Menschen reingekommen oder so, weil anders wird es da keinen Platz finden. Könnte ich mir zumindest nicht erklären, wie. Aber das ist ja auch egal. 70 km/h Topspeed, das ist ordentlich. Der macht schön seine Geschwindigkeit hier. Da kommst du schnell von A nach B. 380 Meter Basissichtweite ist auch voll okay. Mit dem vorausgesetzten Perks dann auf einer Mannschaft und dann noch Optiken. Wie gesagt, Lüftung, Verbrauchsmaterial, also noch Rationen rein. Da kommst du auf eine ordentliche Sichtweite und einen ordentlichen Tarnwert, wie gesagt. Darf man ja auch nicht vergessen, hier die Tarnung 81. Wir kennen ja auch alle die Rheinmetall, wenn die da schon mit 66 kommen. Und das Ding kommt mit 81 um die Ecke, kriegt den mal auf, ne? Wenn der im Busch steht und eine mega Tarn-Perk-Crew noch hat, dann wird es schon schwierig. Kanonentechnisch eine 90 mm Penetrier oder Penetration ist jetzt nicht so das wahre. 175 Pen auf der AP, 215 auf der APC. HE, wie gesagt, auf der Kanone wiederum nicht so meins. Genauigkeit 0,38, naja. Zielauffassung 2,9, naja. Also ist jetzt nicht wirklich so die Sniper-Kanone. Der braucht ewig zum Einzielen und dann, ob die Schüsse auch noch treffen. Dadurch fliegen die Schüsse auch noch mega langsam. Das sollte ich vielleicht auch noch mit erwähnen. Also man muss schon ordentlich vorzielen. Weil das ist schon echt, also wo ich denn die erste Runde gespielt habe, war ich ein bisschen schockiert. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ansonsten 24 AP, 21 APC habe ich mit. Optiken, Lüftung, Stabi. Und Rationen, kleines Rapkit, kleines Medkit. Denke ich mal so standardmäßig. Ja. Und reden wir nicht weiter drum rum. Ich würde sagen, wir gehen in die Runden rein. So, Freunde. Wir sind in der ersten Runde mit dem ELC Even 90 auf Overlord Standardgefecht. Ich hoffe, die spielen das nicht historisch korrekt von unten nach oben, sonst raste ich mit den Teams hier langsam wirklich aus. Wir haben eine Top-Tier-Lobby, das ist wenigstens mal was Angenehmes. Die haben einen Scout. Was haben die? Ein 1375. Ist okay. Und ich sehe doch schon da Medium, Heavy, zwei TDs nach unten. Meine Fresse, Herrn. So, nachgeladen sind wir. Vier Panzer fahren schon mal nach unten. Fünf. Der Heavy zieht auch noch nach. Heißt, wir haben hier oben, na toll, da fährt noch ein Heavy runter. Och Mann, ey, echt jetzt. Ach, der, Alter, die fährt jetzt hier erstmal rein. Na, ich baue uns natürlich. Da steht noch ein P43 Biss.
Wenn die S jetzt hier gleich hochkommt, wäre das natürlich optimal. Will er das so spielen oder was? Der hat aber nicht viel Spaß dabei. So, den nehme ich schon mal raus. Okay, jetzt haben wir hier einen YOLO King Dragon oder was? Ich habe leider noch 7 Sekunden Reload, aber ich glaube, das schaffen die auch ohne mich hier gerade. Ja, das machen die auch ohne mich. Dann steht ein T32 Holdown, das ist nicht so cool, die Art hier hat. Holdown T32 ist schon recht gefährlich für mich jetzt. Da will ich jetzt nicht wirklich hoch. Mensch, lass mich mal hier vorbei. Ich muss mich hier kurz umschauen. Er hat aber auch nicht wirklich Ambitionen, jetzt hier durchzuziehen. Der Reach von uns schon, dann fahren wir mal hinterher. Scheint jetzt ja nicht so verkehrt zu sein, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir fahren einfach mal durch. Mal gucken, wie lange es gut geht. Mit dem Jagdpanda im Rücken. Der alle anderen ignoriert irgendwie. Ja, das klappt irgendwie immer, die Leute so zu verarschen. Man täuscht an, vorwärts zu fahren, bremst fix ab und er zieht schon mit dem turmlosen TD rum. 6:2, viel haben wir noch nicht gemacht. Hier ist noch ein voller TVP-VTU. Da ist die Arti. Ich verstecke mich mal hinter ihrem Kamerad, weil die zielt schon auf mich. Schieße ihm mal die Kette ab. Weil dann kriegen wir hier wenigstens eine Menge Damage. Wie ich ihn gerade nicht mal penne. So, die Arti hat gerade gefeuert. Können wir der auch noch eine gleich geben? Den Spot nehmen wir mit. Vielen Dank. Immer die Arti jagen? Nee, der T34 ist ein wenig interessanter, der ist noch full life. Der scheint auch gerade auf dem Rückweg zu sein. Das gibt's ja nicht. Die Kugeln fliegen halt auch wirklich ewig. Hat mich der Rheinmetall natürlich getroffen. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Oh, nein. Scheiße gelaufen. Der haut sich erstmal weg mit seinem M51. Auch geil. Solche Leute braucht man natürlich. Jetzt lebt eh nur noch da der Rheinmetall. Ob wir da was abbekommen hätten, ist fraglich. Was macht er denn hier? Ein Handstand oder was? Wow. Genau, so wird abgerollt, mein Freund. Naja. Finde ich jetzt persönlich nicht so schlecht erstmal. Es war meine komplett erste Runde mit dem Panzer. 11 Schuss gemacht, 8 gepennt, 1400 geschossen, 1600 unterstützt. Finde ich ganz akzeptabel für die erste Runde. Ich würde sagen, machen wir in der zweiten Runde auf jeden Fall besser noch. So Freunde, wir sind in der nächsten Runde. Kasserine, Angriff, wir sind das verteidigende Team. Haben eine Mid-Tier-Lobby, ein paar Neuner. Ein paar Achter und ein paar Siemer. Allerdings mag ich die Map nicht so wirklich auf diesem Spielmodus. Ich werde mich jetzt erstmal links halten.
vorne auf die D4 fahren an den Hügel. Gucken, dass ich den Dreierspawn vielleicht ein bisschen aufmachen kann. Unser Team sich auch noch ein bisschen bewegen will. Das Gute ist natürlich, wir sind relativ klein. Der Tarnwert von dem Ding macht es uns doch recht einfach, dann hier da vorne hinzufahren. Wenn wir jetzt hier noch alleine sind, können wir schon mal ein bisschen spotten. Fliegen bei dem Teil aber auch so beschissen, ey, ganz ehrlich. Jetzt müssen wir erstmal kurz wieder in Deckung und zugehen. Alla, die Waldfee. Dass die jetzt hier vor mir schon sind, ist aber ein bisschen kacke. Gut, der Motherlander wird gerade schon relativ abgeformt. Da müsste halt nur mal ganz raus, dann könnte ich nämlich auf die IS helfen. Vielleicht darf ich ja sogar einen Kill machen. Ne, darf ich nicht. Aber wir können schon mal unseren ersten Clip anbringen. Hauen jetzt hier erstmal wieder ein bisschen ab. Oder tun zumindest so. Die geringe Größe haben wir ja doch einen relativ coolen Panzer. Gunhandling ist natürlich nur nicht so das Wahre. Oh, der hat sogar noch mal getroffen. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. So, wir durften jetzt sogar schon einen Kill machen. Spot haben wir noch nicht. Mussten bis jetzt ein bisschen für uns selber schießen, aber das soll jetzt nicht so das große Problem. Alter! Ey, ich weiß, dass ich nicht groß bin, ne? Aber das muss jetzt nicht sein. Das ist ja fast wie Mobbing. Können wir auch einen Clip noch anbringen. Ah, da laden wir erstmal nach und gehen auf den Pantera, würde ich sagen. Den macht jemand anders. Ich glaube, vom Pantera werden wir auch nicht mehr viel sehen. Das ist eine Runde, wo wir den Schaden wahrscheinlich hinterher fahren. Oh, da ist noch ein T-54 Mod 1. Der jetzt hier auf uns drauf will, oder was? Oh, jetzt bin ich gebounced. Der letzte. Schade. Ja, dann versuche mich mal zu treffen, mein Freund. Ja, da haben wir den Übeltäter. So, die Art hier haben wir auch mal entsorgt. Jetzt fix, wie wir sind. Machen wir jetzt mal noch zu den anderen hinter. Weil die schon fast am Cap sind. Was haben wir da noch? Naja, 8er und ein 7er. Okay, die werden jetzt schon ausdezimiert, schade.
Ich glaube, da werden wir nicht mehr viel abbekommen. Obwohl das 416 ist noch voll. T32 hat auch noch ein bisschen HP. Wenn das 416 sich ein bisschen zurückhält. Oder wenn die zu dritt jetzt in VKB machen, dann könnte man das jetzt hier da fix noch ein bisschen. Da bräuchte man jetzt aber Support hier. Oh, der ging mal voll in die Hose. So, zwei durften wir noch anbringen. Eine ging leider daneben. Jetzt können wir sogar noch spotten wegen auf den T32. Das ist ja ganz cool. So, da ist das 416 noch. Ah, die 3 HP am Dings lasse ich ihm dran. Wenn, dann will ich lieber noch das 416 haben. Komm, 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 laut den Hobel noch. Ey, ihr klaut mir hier noch echt den Kill. Ihr seid doch echte Lutscher. Schade. Aber ich denke, dass wir doch ganz gut Schaden mitmachen durften. Ja, 22 Schuss abgegeben, 16 gepennt, 3400 Schaden gemacht mit dieser kleinen Gammelkanone. Ist, denke ich mal, ganz solide, finde ich. 45 Spot am Ende noch. Sollten ja nicht zu viel aufmachen für unser Team. Ja, und ich denke mal, ihr habt einen guten Einblick jetzt für den kleinen Panzer bekommen. Ist wirklich echt ziemlich gefährlich, das Teil, vom Tarnwert her und allem. Sichtweite ist auch gut. Wenn man da eine richtig starke Crew reinsetzt, dann kann man die Top-Tier-Lobbys damit schon ordentlich aufräumen. Sieht natürlich halt wirklich aus wie so ein kleiner hässlicher Bastardpanzer. Also eine Schönheit ist er nicht. Aber naja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ob ihr euch den holt oder nicht, ist eure Sache. Ich kann ihn nur empfehlen, ist wirklich lustig zu spielen. In diesem Sinne, lasst ein Like da. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Reingehauen.